Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten der Alliierten Remastered. Ganz genau, Leute, und wir waren ja hier beim letzten Mal, haben hier diese Mission Wildnis abgeschlossen, die letzte Sibirien-Mission, und jetzt kommen wir in eine sehr interessante Mission rein, Stavros, Leute, Griechenland 1. Es gibt Folgendes zu sagen, ich habe diese Mission schon mal vorgespielt beim letzten Mal und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, das wird jetzt lustig. Gut, Leute, ich würde sagen, drücken wir einfach mal den Start-Button. Das Lustige an dieser Mission ist, wir können Stavros kommandieren. Unseren Befehlshaber vom Original. Ja, das ist, wir sind anscheinend höher angesiedelt als Stavros. Ein bisschen komisch, aber gut. Egal. Leute, ich lese erstmal den Text vor. Das Kampfgeschehen verlagert sich immer schneller Richtung Athen. Stavros besteht darauf, sich den Schaden in seiner Heimatstadt in Griechenland höchstpersönlich ansehen zu dürfen. Kurz Ventilator anmachen, er ist schon wieder so warm. Sie müssen Stavros durch die Stadt zu einem nahegelegenen verbündeten Vorposten eskortieren. Sobald sie den Vorposten erreicht haben, evakuieren sie Stavros und bringen ihn in Sicherheit. Durch eine Stadt und einen nahegelegenen Vorposten eskortieren. Okay. Also nur den Stavros in Sicherheit bringen. Okay. Sollte es zu unvorhergesehenen Komplikationen kommen, hat die Sicherheit von Stavros oberste Priorität. Er muss unbedingt am Leben bleiben. Alles klar, Leute. Ja. Hier haben wir die Mission und, ja, ich habe es schon mal versucht, wie gesagt, aber das nicht hingekriegt beim letzten Mal, also das war bescheuert. So, schießt sie kaputt und dann geht's mal los hier. Ja, Leute, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid hier bei Command & Conquer Remastered und wie wir hier die Alliierten-Kampagne weitermachen. Das ist ja eine sehr lange Kampagne und das ist erst ein Viertel vom Spiel. Weil da, da kommt ein Hund. Okay, wo bleibt der Hund? Der Hund ist da hinten, okay. Auf den scheiß Hund da hinten, ey. Wirklich. Ah! Auf den Flammenwerfer auf jeden Fall. Und schießt den Hund kaputt. Oh, schießt den Hund kaputt. Sehr schön, Leute. Genau, hier ist der Stavros, Leute. Bin schon da, natürlich. Hier ist Stavros. Er sieht so aus im Spiel-Engine. Verdammt interessant, Leute. Wir kommandieren Stavros, also, okay. Alles. Och du Scheiße. Was machen die denn da? Grenadiere. Oh, shit. Boah. Hoho. Viele Einheiten hier, ja. Batz, 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 batz. Stavros schießt nämlich auch, wie ein Kommandant. Stavros kann auch schießen, ja. Ja, der schießt wie so ein James Bond. Richtig cool. Und, ach du Scheiße, ja, jetzt kommt die Szene, Leute. Jetzt kommt die Szene mit dem Mammutpanzer. Ich muss diesem Bürger hier hinterherlaufen, ganz genau. Möglichst schnell, wenn es geht. Genau, schnell diesem Bürger da hinterher und dann würde ich sagen, ich speichere euch das Ding erstmal. Mission 9 Add-on war das, glaube ich. Oder Mission 10, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir dem Bürger hinterherlaufen. So, Leute, dieser Mammutpanzer, der tobt sich da unten weiter aus. Lasst den sich ruhig austoben, ist kein Ding. Bleibt er jetzt hier stehen oder was? Weil beim letzten Mal hat er mich nämlich verfolgt, dieser Mammutpanzer. So, genau, Leute, die Bürger kommen raus. Ja, der Mammutpanzer kommt. Alles klar, Leute. Ja, da kommen diese Mix. Hä? Moment mal. Ah, jetzt kommen diese Einheiten hier, ne? Stimmt, Leute. Gut. Alles. Ach du Scheiße. Gut, jetzt kommen die Panzer. Wir müssen direkt hier links weiter, Leute. Wir müssen direkt hier links weiter. Dann, die Basis fliegt nämlich jetzt in die Luft. Und noch eine Atombombe. Ganz genau. Und wir müssen jetzt eigentlich einfach nur uns hier diesen... den Weg hier vorbei kämpfen. So, Moment, das speichere ich nochmal. So, Leute. Lenkt die mal ab, bitte. Da kommen nämlich Hunde jede Menge. Da kommen jede Menge Hunde. Die wollen Stavros fressen, Leute. Ah, und da haben sie natürlich gekriegt. Shit. Da haben sie den natürlich gekriegt jetzt hier. Zum Glück habe ich da vorher nochmal abgespeichert. Leute. Ja, die scheiß Hunde, das ist
schon kacke, wenn die den Star Force kriegen. Aber beim letzten Mal war die Mission echt, echt unfair, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. So, Tanja schießt die scheiß Hunde ab hier. Ach Mensch, warum schießt sie nicht drauf? Einheit verloren. Blöde Tanja. Blöde Tanja. Naja gut, egal Leute. Ich bin schon wieder bei der Stelle angekommen, wo ich beim letzten Mal war. Ne? Beim letzten Mal war ich nämlich auch hier. Und ich schieße wieder nicht auf den Hund. Verdammt. Egal. Keine Tanja mehr, ist nicht schlimm, glaube ich. Leute. Wir müssen einfach nur den Stavros hier rausbringen. Okay, Leute. Die lenken die Mammutpanzer ab. Und ich hoffe, dass ich das mit dem Stavros hier durchkomme, weil sonst wird es schwierig. Da ist nämlich wieder eine Atombombe, Leute. Gut, ach du Scheiße. Och du Heilige. Hier stehen jede Menge Grenadiere rum, ne? Der Mammutpanzer will auf den Stavros. Ah! Oh Gott. Hau bloß ab. Hau doch ab, Stavros, Junge. Schieß den kaputt los und schieß auf den Mammutpanzer. Nein! Verdammter Mammut. Verdammter Mammut. Der ist voll auf den Stavros fokussiert. Ach Gott, Leute. Ja, diese Mission ist so ein bisschen so Trial and Error hier. Schieß mal auf die Fässer. Bringt nichts. Bringt nichts. Ah, das bringt nichts. Warum bringt das nichts? Verdammt nochmal, diese Scheißhunde, ey, wirklich. Kommt auf einmal 5 Hunde an, ey. Das gibt's ja wohl nicht. So, so, den abschießen, bitte. Abschießen, bitte. Abschießen, bitte. So. Ihr geht nach links und ihr Panzer schießt mal bitte da hinten drauf. So. Können wir jetzt mal weitermachen hier. So. Auf den Mammutpanzer und ihr bitte hier. Alle bitte auf den Mammutpanzer. So. So. Wir haben 5 Panzer, Leute. Gut, ihr könnt die platt fahren, bitte. Okay, da ist eine Atombombe. Da ist eine Atombombe auf das Dorf jetzt hier. Ganz genau, Leute. Und die muss ich unbedingt schützen, die Leute. Die Leute hier muss ich unbedingt beschützen. So, fahrt einfach drüber. So. Und dann hier. Ganz genau, Leute. Die Panzer schießen die Mammutpanzer platt. Schießt diesen scheiß Mammutpanzer platt. Los. Und ihr schießt bitte diesen Grenadier platt. Ach du Scheiße. Oh. Gut, Leute. Aber das sieht besser aus als beim letzten Mal. Mission 9 Add-on. Beim letzten Mal habe ich mich so hier vergriffen. Das ist unfassbar, Leute. Wirklich. Ach du... Okay. 2 Panzer. Ich muss mich jetzt mit denen hier... Hä? Oh, was ist das denn? 5 Mannequin. Ah, wir müssen den Stavros also da vorbeibringen. Okay, Leute. Alles klar. Dann schießt ihr mal die Energie platt. Ah, toll. Ja, toll. Das ist jetzt scheiße. Ah, verdammt. Gut, ich weiß, was zu tun ist, Leute. So, Mission 9 Add-on nochmal laden, bitte. Ich weiß, was hier zu tun ist. Ich muss einfach die Mannequin abwarten und dann die Energie mit dem platt machen. So, ganz genau. Und die können da die Panzer ablenken. Ach du Scheiße. Okay. Gut. Alles klar. Die Tesla-Spule. Ihr geht bitte mit. Und macht bitte hier die Energie kaputt. Ah, verdammt. Jetzt bin ich schon wieder hier bei der letzten. Bei der letzten Szene und das reicht nicht. Nee, das reicht nicht. Ah, verdammt. Das ist so eine Scheißmission. Ey, ich sage es euch, Leute. Das ist so behämmert. Einfach zu Trial and Error. Wirklich. Ach, Leute, ich sage es euch, ey. Wirklich. Macht zumindest diesen einen Panzer kaputt hier. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, ey, wirklich. Oh Mann, Leute. Gut, dann muss ich die Spielgeschwindigkeit hier noch ein bisschen langsamer machen. So. Optionen, Spielgeschwindigkeit, moderat. Gut. Ihr macht bitte diesen Panzer da oben kaputt, ja? Okay, gut. Alles klar, Leute, dann. Und ihr wartet hier. Ey, bleibst du gefälligst hier.
Gut. Ach, die Panzer, ne? Die sind so schnell. Gut, Leute. Alles klar, die Mannequin sind dann das neue Team 2. Boah, das ist so Trial and Error, ne? Das ist unfassbar. So. Okay. Nein! Fucking Tesla-Spule. Mann. Okay, Leute. Aber ich glaube, so könnten wir das schaffen. Indem wir hier einfach mal direkt... So. Hier auf diese Panzer. Beide bitte. So. Leute, ey. Meine Fresse. Gut, da kommt der alliierte Truppentransporter. Gut. Und ihr seid bitte... Ihr seid jetzt bitte Team 2. Und lauft mal da hoch. So, Leute. Gut, die müssen sich hier unten einfach abknallen lassen. Wie soll das denn funktionieren hier? So. Du schießt bitte auf den Grenadier und du da drauf. Nein! Oh, okay. Stavros lebt noch, Leute. Dieser Panzer, der ist so schnell. Zwei Mammuts! Wie soll ich das denn machen? Hä? Leute, was ist hier los mit der Mission? Was ist mit der Mission los? Das verstehe ich jetzt gerade wirklich nicht, Leute. Hä? Du musst unbedingt am Leben bleiben. Ja, hä? Was ist das für eine Scheiße? Da kommen auf einmal nochmal zwei Mammuts. Da bin ich jetzt gerade echt überfragt, Leute. Bringen Sie Stavros zum Evakuierungspunkt. Aber wie soll ich denn da oben hinkommen? Jetzt mal ehrlich, Leute. Ich komme doch da oben nicht hin. Ja, Tanja ist weg. Toll. So. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, Leute. Nicht so wirklich, ey. Mach die Tesla-Spule platt. So. Ah, dann verkauft er die. Oh, Mann. Ja, super. Das schafft man doch nicht. Hä? Ich bin jetzt gerade echt überfragt. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen, verdammt? Brauche ich vielleicht die 5 Panzer noch, oder wie? So. Die machen da die hinten die Panzer platt. Wie soll diese Mission gehen, hä? Wie soll diese Scheißmission gehen? So, ihr schießt bitte hier hinten drauf. Los. So. Der verkauft nämlich dann die Tesla-Spule. Und... Nein, schießt mal lieber nicht da drauf. Ah, verdammte Mannequin. Stavros hält aber auch nichts aus, ne? So. Stavros ist wieder durchgekommen, aber da kommen jetzt diese beiden... Moment. Diese beiden... Ah, Stavros wurde wieder getötet, ey. Ah, Leute, Leute. Das ist so eine Kackmission. Da komme ich gar nicht mehr zum Smalltalk halten hier. Verdammt. Gut. Ihr kommt direkt hier runter. Ihr schießt bitte hier oben drauf. So, Leute. Da kommen jetzt wieder die Verstärkungen. Ganz genau. Ihr müsst nicht die Tesla-Spule platt machen. Ihr müsst nämlich einfach nur hier vorne mit. So. Und lauft direkt weiter, ey. Das ist so eine Scheißmission. Wirklich. So, Leute. Tanja ist weg. Der Stavros ist auch wieder tot, ey. Ich kann's doch... Ich muss gerade nur noch lachen dabei. Ey, das ist irgendwie richtig behämmert. Moment. Könnt ihr vielleicht die Panzer rausziehen? Lauf dahin. So. Vielleicht könnt ihr die Panzer ein bisschen wegziehen. Dass ich hier mal ein bisschen... Nein. Die können die Panzer nicht wegziehen. Okay, das ist gerade ein bisschen doof jetzt wieder. Ah, scheiß Tesla-Spule. Leute, Leute, ich kann's doch nicht. Ich kann doch nicht alles machen hier. Einheit verloren.
Ich kann doch nicht alles machen, Leute. Wirklich nicht. Nö. Nö. Keine Ahnung, Leute. Also, irgendwas ist hier kaputt. Oder irgendwas hat nicht getriggert. Oder keine Ahnung. Also. Ich bin gerade überfragt. Sorry. Gut, Team 1 direkt hier runter. Okay, Leute. Was ist das hier für eine Scheiß-Szene? So. Ja, der fährt einfach weiter, der Panzer. Ja, genau, Leute. Sie sind Kanonenfutter, ja, das weiß ich. So. Tanja schießt sie platt. Ah, schon wieder gekriegt. Warum kann die auch dreimal schießen? Das ist so unfair. Wirklich, Leute. Ich weiß ja nicht, ob das was bringt, wenn ich da oben gleich die Brücke kaputt mache. So. Bleibt ihr da, ihr Panzer? So. So, wenn ich die Energie platt mache, verkauft er die Testerspule. Okay, Leute. Die kann nämlich dreimal schießen und das ist das Problem. So, Stavros, raus aus der Testerspule. So, wenn ich die Brücke kaputt mache... Oh, so, Leute. Aber es geht ja nichts. Es geht nicht. Wie soll ich das... Wie geht diese Mission, Leute? Ich check's nicht. Wie geht diese Mission? Ja, tot. Ja, tot, Leute. Da muss ich gerade mal ganz kurz eine Pause machen und da muss ich tatsächlich mal in einem in einem Guide gucken, weil irgendwie bin ich da überfragt, sorry. Also bis gleich, Leute. So, Leute, ja, da bin ich wieder mit meinem Let's Play. Ja, ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut und ja, also das ist wirklich die schwerste Mission, die viele Leute gesehen hatten. Und der Schlüssel zu allem sind diese 5 Panzer, die wir gleich kriegen. Also die müssen unbedingt überleben. Und da machen wir das jetzt nochmal. Also wir waren schon soweit richtig. In dem Bereich, wo wir da waren. Allerdings müssen diese 5 Panzer überleben. Ganz genau. Und oben in der Basis habe ich auch gesehen, also oben in der Basis, die platt gemacht wird gleich, gibt es eine Heilkiste, Leute. Und diese Heilkiste müssen wir uns gleich mit den Panzern schnappen. Irgendwie, Leute. So, ist der scheiß Hund. Mach den weg. So. Alles klar, dann gehen wir das Ganze jetzt nochmal an. Also diese 5 Panzer müssen definitiv überleben. Und ja, also da sind die Grenadiere von ihm wieder. So. Gut, Leute. Tanja, mach die kaputt, los, schneller. So, egal. So, batz, 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 batz. So, weg damit. Alles klar, Leute. So, Schritt für Schritt. Diese Panzer, die müssen gleich definitiv überleben. Jetzt kommt die Szene mit dem Mammutpanzer. Ganz genau. Der Trigger. So, und dem Bürger hinterher. Leute. Und dem Bürger ganz schnell hinterher hier. So, das ist so eine unfaire Mission, ne? Dem Erik. Wenn man nicht weiß, was man hier machen muss. Also, es ist wirklich... So eine unfaire Mission. Alles klar. Mission 9 Add-on. So, Leute. Alles klar. Dann müssen wir jetzt echt diesem Bürger hinterher. Und dann hoch in die Basis, ganz genau, Leute. Hoch in die Basis. Lass die ruhig das Haus da kaputt machen, ist mir gerade egal. So, Leute. Auf jeden Fall gleich auf die Panzer aufpassen, ey. Da müssen wir gleich definitiv die überleben lassen. Und die kommen schon wieder hier hoch. Ey. Okay, Leute. Alles klar. So, die Basis wird jetzt nämlich platt gemacht. Das
kann man nicht verhindern. Und ja, mit dem Stavros direkt hier raus. So, Leute. Genau, diese Einheiten hier platt machen. Das war schon richtig beim letzten Mal. So. Und hier auch. Und zack. Genau, diese Manneken, die kümmern sich jetzt nämlich um die. Oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Boah, ho, ho, ho. So, da kommen neue Einheiten raus. Signalrakete im Westen, ja. Da kommt die Atombombe. Speichern nochmal. So, Leute. Wenn wir Glück haben, kriegen wir das jetzt hin. So. Alles klar. Die beiden Manneken. Da kommen die Hunde. So, Leute. Jetzt kommen hier die 5 Panzer. Mit den 5 Panzern müssen wir das hier alles platt machen. Das ist schon krass, ja. Gut, Leute. Lad die Panzer aus. So. Wir müssen auf jeden Fall 5 Panzer kriegen. So, Leute. Mit den Panzern müssen wir jetzt diese Panzer platt machen. Und am besten die Hunde erstmal platt machen. Mach die Hunde platt. So. Und ihr auch bitte diese Hunde platt machen. So, Leute. Die Panzer müssen alle überleben. Oder 4 davon. Weil sonst können wir es vergessen, Leute. Sonst können wir das definitiv vergessen. Und gleich dann die Heilkiste holen. Ganz wichtig, Leute. So. Alles klar. Dann, der schießt da oben drauf. Das ist schon mal sehr gut. Alles klar. Gut, Leute. Ihr bleibt bitte da stehen. Das speichere ich erstmal. Das sieht nämlich gut aus. So. Leute, jetzt die Heilkiste holen. Da oben ist nämlich eine Heilkiste und die werdet euch mal verstecken. So, fahrt einfach da hoch und holt euch diese scheiß Heilkiste. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist eine richtige krasse Mission hier. Aber am Ende werden wir trotzdem siegreich sein. Seht ihr, da ist nämlich die Heilkiste und jetzt können wir in Ruhe hier diese Einheiten platt machen. Hier diesen Raketenwerfer. Und am besten bitte nicht, bitte keinen Panzer verlieren, Leute. Oder einer kann, glaube ich, draufgehen. Ja, ja, einer kann draufgehen. Ja. So, ihr fahrt aber bitte mal diese Grenadiere platt. Sehr gut. Und du bewegst dich mal bitte. Ah, verdammt. Gut, egal. Mach den Scheiß kaputt. Los. So. Mit dem Panzer müssen wir uns jetzt nämlich an den Mammutpanzern hier vorbeischleichen. Und dann kriegen wir das vielleicht sogar in dieser Folge noch hin. Nee, so, speichert das erstmal. Mission 9 Add-on. Alles klar. Alles klar. Und ihr macht mal bitte die Fässer kaputt. Los. So, Leute. So, und dass der rote Panzer jetzt da als erstes fährt, gefällt mir nicht. Bleib du mal hier. So. Die müssen nämlich alle überleben, tatsächlich. Und ich brauche bitte alle, die hier helfen können. So. Nein! Um Gottes Willen. Fahr weg! Ohoho, gut. Nein, nicht stehen bleiben. Seid ihr verrückt? Alles klar, Leute. Das Manneken platt machen und hier mit diesem Mammutpanzer kaputt machen. So, Leute. Alles klar. Ah, verdammt. Jetzt haben wir noch 3 Panzer. Es könnte aber trotzdem noch reichen. So. Jetzt haben wir hier nämlich schon mal keine Panzer mehr, die uns jagen. Das ist schon mal gut. So. Dann das Manneken auch bitte. Und ja. Dann würde ich sagen, kommen hier jetzt. Ach, das ist nur die Atombombe. Okay. Alles klar. Das Manneken. Ja gut, egal. So, Leute. Die sind nämlich noch voll. Da ist die Atombombe und da sind Manneken. So, die macht ihr bitte kaputt. Bevor die jetzt noch unnötig Leben abziehen. Und ihr macht bitte auch das hier kaputt. So. Und die Panzer bitte wegfahren. So, Stavros macht den kaputt. Oder Tanja, genau. So, los. Okay. Dann sind wir jetzt wieder an der Szene mit der Test... Warum kommen da... Ah, verdammt, das ist jetzt schon zu spät. Okay, egal, Leute. Mit dem Panzer müssen wir hier einfach...
das eine Fass hier unten kaputt machen. Ich mach nämlich... Ah, shit. Nein, nicht auf den Panzer. Schieß schneller kaputt! So. Um Gottes Willen, Leute. So, dann schießt ihr jetzt bitte diese Manneken hier kaputt. Und die Panzer. Schießen bitte die hier kaputt. Boah, so. Und ihr... So, Leute. Diesen Raketenwerfer unbedingt wegmachen. So. Alles klar. Dann hier diesen Panzer wegmachen. Einfach wegmachen. Einfach bewegen. Okay, ihr müsst dann einfach hier links durch. Ja, das schafft der Panzer nicht. Aber ist nicht schlimm, Leute. Ich glaube, sobald wir hier links vorbeikommen, weil hier links ist noch ein Geheimweg. Genau, noch dieser Hund. Ach, dieser fucking Hund, ne. Shit, den habe ich ganz vergessen. Egal, Leute, da links ist auf jeden Fall ein Geheimweg. Und... Ja, wir waren... Wo habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Einsatz geladen. Wo war das? Ah, perfekt. Okay. Alles klar, dann müssen wir jetzt hier nochmal diese beiden Mammutpanzer wegmachen. Okay, ich verstehe, Leute. Bleib du aber mal zurück. So, Leute. Ich meine, man weiß ja nicht, auf welchen Panzer der schießt, ne? So, Leute. Diesen Mammutpanzer kriegen wir. Ohne Verlust. Sehr gut. Wo kamen diese Einheiten da gerade eben her? Ah. Ich bin okay. So, der schießt auf den. Alles klar. Sehr, sehr schön. Nein, nicht auf den. Um Gottes Willen. So, Leute. Wir müssen so viele Panzer wie möglich hier behalten. Ach, verdammt. Egal, das sieht besser aus. So. Dann können wir hier jetzt die Tanja losschicken. Dann können wir die jetzt hier losschicken, ganz genau. Und da kommt die Atombombe. Da kommt jetzt gleich die Atombombe rein. Ganz genau. Ah, und dass da jetzt noch ein paar Manneken sind, ist natürlich suboptimal, aber das kriegen wir hin. So, da, ja, dafür haben wir ja die Tanja, ne? So, Star Frost macht den Grenadier im Arsch. So. Alles klar. Leute, dann können wir das Ding nochmal speichern. Mission 9 im Add-on. Gut. Alles klar, Leute. So. Hier kommt doch gleich irgendwann Einheiten raus, oder? Da war auf jeden Fall nochmal einer im Busch. Wo bleiben die? Da sind sie. Ah, shit, ist schon wieder zu spät hier. Es ist schon wieder zu spät, aber ist okay. So, Leute. Die Tesla-Spule schießt schön auf die Manneken. So. Gut, alles klar. So, Leute. Dann haben wir die Tesla-Spule weg. Und dann können wir hier reinfahren. So, Leute, mit den Panzern bitte die Manneken überfahren. So. Kann der mal hier unten auf diesen Raketenwerfer schießen? Ihr bleibt mal bitte da und ihr... Ja. Geht mal bitte raus da, weil das ist mir zu... So, Manneken, komm mal her. So. Ah, konnte der nochmal schießen, der Sack, ne? Ja gut, dann ist doof. Dann ist scheiße. So, aber dann kommt hier jetzt gleich ein Hund. Dann kommt da jetzt gleich ein... Da ist der Hund. So, Leute. Und dann... Schießt ihr diese Manneken platt. So. Dieses Manneken kriegt sogar fast den Panzer. Das ist unfassbar, Leute. So, dann haben wir jetzt hier ein Fass. So. Alles klar, Leute. Und... Dann haben wir hier... Was macht der... Der Star Wars schießt die Tanja platt. Der LKW, der hatte eine... ja, eine Heilkiste. Hätte ich eigentlich benutzen können, ne? Aber jetzt haben wir hier nur noch den Star Wars. Mal gucken, vielleicht schaffen wir das ja sogar noch, ne? Wer weiß, Leute. Leute, ich werde diese... Ich will diese Mission definitiv schaffen jetzt hier. Und deshalb wird diese Folge wahrscheinlich Überlänge haben. Aber ich möchte diese Mission... So, jetzt kriegen wir da nämlich Verstärkung da oben. So. Und jetzt setzen die sich da alle in Bewegung, Leute. Gut, da kriegen wir nämlich 2 Gummipanzer und 3 Kampfpanzer.
So, Leute. Der Stavros. Ihr macht bitte diese Mammutpanzer platt. Los, Leute. So. Macht die bitte kaputt. Und den da auch, bitte. Ach du Scheiße, der versucht auf den Stavros zu gehen. Okay. Gut, dann hier. Aber macht die doch kaputt, Mensch. Wie blöd muss man sein. So. Das könnte klappen, Leute. Das könnte echt ausreichen. Oh mein Gott. Boah, Leute. So, will hochfahren. Ich muss diesen Panzer hier unbedingt beobachten. Wegen dem Stavros hier, oh mein Gott. Okay. Ich wollte schon sagen, der schießt jetzt den Hubschrauber kaputt oder was? Dieser scheiß Mammut da. Könnt ihr mal mit dem Männigen fertig werden? Was soll das denn? So, drüberfahren. Und hier auch drüberfahren, Leute. Wir müssen nämlich hier... Ja, mach die Tesla-Spule weg. Gute Idee. So. Jetzt noch diesen Mammutpanzer da wegmachen. Wobei eigentlich können wir... Moment, ich speichere das Ding mal. Das ist schon echt guter Fortschritt, den wir hier haben. Ja. Aber am besten der Gummipanzer nicht in den Flammenturm reinfahren. Und der hier am besten auch nicht. So, Leute. Dann könnt ihr jetzt diesen Mammutpanzer platt machen. Mach den kaputt. Los, mach den platt. Dann kann der Stavros sich gleich schon durchschleichen. Ja. So, Leute. Dann haben wir jetzt hier den Flammenturm. Ja, dann lass die Gummipanzer halt kaputt machen. Ist okay. Stavros, schleich dich durch. Los. So. Nein! Um Gottes Willen! Mach den Panzer im Arsch. Boah. Gott sei Dank. Gut, Leute. Boah, ich glaube, dann haben wir die Mission. Dann haben wir die Mission, oh mein Gott. Wäre ich aber echt ohne Lösung, muss ich zugeben. Nicht drauf gekommen. Das ist selten, dass ich eine Lösung benutze. Aber es ist halt hier bei dieser Mission notwendig. Ja, weil die halt so extrem unfair war, ne? Das ist ja wirklich nicht mehr feierlich. Gut, dann können wir jetzt die Spielgeschwindigkeit nochmal schneller machen und das Ding nochmal speichern. Und dann würde ich sagen, jo, haben wir die Mission endlich. Meine Fresse. So, Stavros, weg hier. Los. Boah. Also das war... Eine krasse Mission. Gut, Leute, würde ich mal sagen. Ja, die Cutscene kennen wir. Würde ich mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, liebe Leute, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja. Genau, dann gucken wir uns noch die Cutscene kurz an. Und zack, genau. Die Brücke. Unfaire Mission. Wo hast du, alter Hurensohn? Nein, 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 das machen wir beim nächsten Mal. Das machen wir beim nächsten Mal. Alles klar, Leute, gut. Fortsetzen. So, Leute. Wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen und ja. Da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.